Viele Leute haben Probleme und der reine Geschlechtsakt ist es gar nicht immer. Es sind andere Dinge. Ich möchte nochmal, wir haben eben über Zuhälter gesprochen, darauf zurückkommen. Meine Lieben, in Österreich hat vor ein paar Wochen ein ehemaliger Zuhälter Furore gemacht. Er hat nämlich seine Erinnerungen als Buch veröffentlicht. Und sein Name ist Freddy Rabak und wir haben ihn in Wien besucht. Er hat ihn besungen, den größten Straßenstrich Österreichs, das Wiener Rotlichtviertel. Denn das hier war einmal seine Heimat. Freddy Rabak gehörte fast 30 Jahre lang selber zum Milieu, als Bordellbesitzer, Drogendealer und Zuhälter oder wie man in Wien sagt, als Stritzi. Viele Mädchen gingen für ihn auf dem Strich, darunter auch seine ersten vier Ehefrauen. Und es hat mich irrsinnig gereizt, wenn ich eine schöne Frau gehabt habe. Und andere Männer müssen dafür bezahlen. Und ich habe mir auch erzählen lassen, wie es getrieben hat. Und es war der doppelte, der schönste Orgasmus immer. Wenn ich gehabt habe, viel Geld von den Männern, die bezahlt haben. Und ich habe diese Frau dann wirklich aus Liebe gefickt. Das Geschäft mit der Lust war für Freddy Rabak der einzige Weg nach oben. Die Prostitution das Mittel, um schnell zu vielen Frauen und zu viel Geld zu kommen. Ich schätze doch, dass ich ca. 800 bis 1000 Frauen in meinem Leben gehabt habe. Ich meine, es ist, es sorgt sich fürchterlich nach Übertreibung an. Nicht alle gratis. Ich habe sehr viel bezahlt, eben wenn ich 4, 5 Frauen am Tag gehabt habe. Ich habe nicht 4, 5 Freundinnen am Tag gehabt. Ich habe vielleicht 2 Mädels immer gehabt, so nebenbei, außer meiner Frau. Und na, dann bin ich halt noch zu Huren gefahren. Der Strich ist so die einzige Möglichkeit für viele, hohes Ansehen zu erwerben oder zu den Mitteln zu kommen, um zu hohem Ansehen zu kommen. Wenn Freddy Rabak jetzt an den Puffs und Bordellen Wiens vorbeifährt, muss er vorsichtig sein, denn er hat ausgepackt und die Wiener Unterwelt hat Rache geschworen. Ich habe Drohungen erhalten und ich lebe gut mit den Drohungen. Ich kann mich zwar nicht bewaffnen, aber ich versuche, ich war Sänger auch, da bin ich nach einem Konzert zusammengeschlagen worden. 2 Zähne wurden mir ausgeschlagen, wurde getreten, wurde beraubt. Heute habe ich natürlich, sollte mir was passieren, per Notar etwas hinterlegt und die betreffende Person muss sich dann verantworten, wenn mir was passiert. Der 49-Jährige hat seine Kriminalkarriere mit 16 Vorstrafen, 6 Jahren Haft und 2 Gefängnisausbrüchen ad acta gelegt. In einem Buch rechnet er ab mit seinen früheren Zuhälterfreunden, den Stritzi-Kollegen. Der Stritzi ist ein Arschloch, wenn er nicht so viel Mumm hat, vielleicht selber einen Einbruch zu machen oder selber was zu riskieren. Er schickt eine Frau in die vorderste Frau und will hinten sitzen mit einem Dossi in einer Bar und das Geld, was die Alte verdient in der Kälte, tut er die neue Dusse einteilen, das am Strich geht für ihn. Hier im Wiener Maxim kann Freddy sich noch sehen lassen. Hier ist er sicher, hier ist er unter Freunden, die akzeptieren, dass er abgeschlossen hat mit seiner kriminellen Vergangenheit. Inzwischen hat er ein 5. Mal geheiratet, will mit neuer Frau ein neues Leben beginnen. Dieses Rotlichtmilieu ist nicht meine Welt, nicht? Ich bin Ärztin und ich bin anders aufgewachsen, nicht? Aber er hat sich in den 1,5 Jahren, also wenn wir uns kennengelernt im Februar 95, hat er sich eigentlich sehr gemausert, würde ich sagen. So ist der geläuterte Zuhälter zum Hausmann geworden, der in Öl malt und außer der Gattin auch noch den Hund verwöhnt. Aber die Leidenschaft, die ist ihm geblieben. Ich muss nur eines sagen, er ist bis jetzt der beste Mann im Bett gewesen. Ein Leben vom Sex, mit dem Sex und für den Sex. Und ein Leben, von dem außer Sex auch nichts übrig blieb. Die Frauen verheizt und das Geld verspielt. In der Erinnerung wird alles rosiger. Früher war diese ganze Zuhälterei etwas gemütlicher. Es war, die Männer haben sich an den Frauen gehalten. Es war trotzdem, trotz allem, sei es wie es sei, ein familiäres Verhältnis. Die Männer haben ihre Frauen geliebt, ich auch meine Frauen. Und dann wird das alles so organisiert. Die kleinen Stritzis haben längst nicht mehr das Sagen am Wiener Straßenstrich. Das Geschäft machen internationale Organisationen und da ist für Zuhälterromantik kein Platz mehr. Na, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass diese 5. Ehe hält. Janine, Zuhälter, eine aussterbende Spezies? Fragezeichen. Ja, Zuhälter gibt es natürlich nach wie vor, ganz klare Sache. Nur ist es halt so, die Mädels sind schon selbstbewusster geworden.